Benvenuti a un nuovo episodio di FIFA Manager 13 con Udinese Calcio. Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Fußball Manager 13 mit Udinese Calcio. Und wir sind hier im Part 1 bzw. im Part 201 hier im Fußball Manager 13 in der vierten Saison und hier bei unserem neuen Verein, den wir per Abstimmung ausgewählt haben, jetzt zuletzt, und die Mehrheit hatte sich ja letztendlich für Udinese Calcio entschieden. Und hier bin ich jetzt nun als Verantwortlicher hier in der Serie A beim Vorjahrestabellen 17. Wir gucken nochmal rein in die Historie, da sehen wir es nochmal 17. mit gerade einmal 34 Zählern. Können wir nochmal in die Statistiken reingucken? Gucken wir mal nach Italien, gucken mal hier in die Vorjahrestabellen, das sehen wir, Tabellen 17. Haben es wegen einem besseren Torverhältnis geschafft, die Liga zu halten. Cesena, Sassuolo und Cagliari mussten dafür runter. Und ich denke mal, das wird schon eine wirklich Heidenaufgabe werden. Weil wir sehen es hier, 38 Spieltage in der Liga mit diesen hochkarätigen Mannschaften wie AS Rom, Juventus Turin, Inter Mailand, AC Mailand, SSC Neapel, Sampdoria, Genua, Florenz, Lazio, Rom. Also das wird schon happig werden, sich gegen diese 8 Mannschaften hier behaupten zu wollen. Aber wir werden unser Bestes geben. Gucken jetzt mal in unseren Kader rein. So würde er im Moment aussehen. Anpassungen, Neuverstärkungen etc. pp. Das gucken wir alles noch. Haben hier im Tor Zeljko Birkić, 28 Jahre alt, 7,5 Millionen Marktwert. Verdient 2,7 Millionen Vertrag noch bis 2017. Dann haben wir Douglas Santos für die linke Seite, 10 Millionen Marktwert. Dann haben wir Martin De Michelis, der Ex-Münchener, wie wir hier sehen können. Hat von 2003 bis 2008 bei Bayern München gespielt, 174 Spiele gemacht, 13 Tore. Hatte dort seine längste Zeit verbracht. Dann war er mal bei verschiedenen Mannschaften, Malaga, Atletico, Man City. Und dann gehen wir mal weiter, dann Nilo, Innenverteidiger, 2,6 Millionen wert. Dann haben wir Niom, rechter Verteidiger, geholt, glaube ich, irgendwann mal aus Lyon oder so. Hier seit 2013 da, 67 Spiele bis dato gemacht. Dann eine mehr oder weniger italienische Legende, Thiago Motta. Hat seine Karriere bei Barcelona angefangen, dann mal bei Inter Mailand gewesen und jetzt im Alter kommt er dann hier zu Udinese Calcio, ist seit 2015 im Verein, also ein halben Jahr vorher. Dann hier einer unserer Topstars, Leandro Daniel Paredes, der auch auf dem Thumbnail zu sehen ist. Auf der rechten Seite müsste es sein, auf der linken Seite ist Alexander Merkel abgebildet. 13,1 Millionen Marktwert ist unser höchstdatierter. Dann der Ägypter Ahmed El Mohammadi, auch ein wirklich ganz guter, den ich auf jeden Fall fördern möchte. Sehen wir hier seinen Werdegang, hat noch genug Zeit, ist er 27 Jahre alt. Dann Alexander Merkel, ein deutsches Talent, kommt vom VfB Stuttgart ganz früh. Dort in der Jugend gewesen, dann zum AC Mailand, dann immer wieder von dort ausgeliehen. Dann war er auch mal ein halbes Jahr bei uns, dann ist er wieder verliehen worden, dann zu den Schweizern, wo er jetzt in der Realität ist, und jetzt spielt er hier seit 2013 wieder, hat 65 Spiele gemacht, 4 Tore. Dann Paulo Dybala, eines der größten Talente überhaupt. 9,8 Millionen Marktwert, hat an sich eigentlich gut genetzt. In der letzten Saison waren das 13 Tore, davor 11 und davor in 22 Spielen gerade mal einer. Also mit ihm zu arbeiten wird bestimmt interessant werden. Dann haben wir Kirill Terreu, ein 32-jähriger Franzose mit italienischen Wurzeln. Wird auch hoffentlich interessant werden. 83 Spiele bis dato gemacht, 22 Tore. Dann unser Ersatzkeeper Michael Agassi. Da werde ich versuchen, ihn runterzuschicken und dafür Scuffet hochzuholen. Dann haben wir Maurizio Domissi.
auch schon wirklich lange da. Dann Brandon Michele, also ich habe hier noch einige Spielerbilder noch nicht. Habe ich den lieben und guten Grauersaut angeschrieben, ob er mir welche erstellen würde. Muss ich halt noch warten, bis da die Antwort kommt. Ivan Piris, da ist zum Beispiel hier dieses Weiße noch im Hintergrund. Dann Silva Wittmer, ein Schweizer, 22 Jahre jung, hat seine Ursprungswurzeln beim FC Aarau gesammelt. Aarau Freak würde sich da jetzt freuen. Dann Leandro Damiao, 73 Spiele gemacht, 20 Tore bis dato. Dann Rodrigo Aguirre, eines der Talente schlechthin, 20 Jahre, ist in der U21 von Uruguay. 16 Spiele in der Reserve gemacht, 7 Tore. Seit 2013 ist auch recht dünn. Dann haben wir Bubnić, 22-jähriger Innenverteidiger aus Kroatien. Dann Hekuran Krijeciu, 22-jähriger defensiver Mann aus der Schweiz, seine Wurzeln beim FC Luzern. Stole Dmitrijewski, kommt aus Rabotniki, seit 2013 bei uns, 42 Spiele in der Reserve bestritten. Dann Nicolas Lopez, auch ein Talent für die vordere Seite. Hängende Spitze, Sturm, rechts außen. Dann Edin Nilsson, Panagiotis Kone, auch ein sehr erfahrener Mann mit 27 Jahren, naja, es geht. Dann Pasquale Karnesis, ein griechischer Torwart. Riera hat auch schon wirklich viel erlebt, vor allem in Spanien. Manchester City gewesen, Espanyol, Barcelona. Hat bei uns Vertrag noch für die nächste Saison 2016. In der Realität ist er ja wieder verschwunden von Udinese. Mittlerweile bei RCD Mallorca in der zweiten spanischen Liga. Und hier haben wir auch noch ein Talent, Alexis Zapata. Also Udinese Calcio ist ja ein Verein, der relativ als Ausbildungsverein gezählt wird. Vor allem für südamerikanische Spieler. Weil da einige Spieler rüberkommen von Südamerika zu Udinese, um dort dann richtig Fuß zu fassen und dann weiterzuziehen. So war es nämlich mit Alexis Sanchez, mit Cuadrado und mit so vielen weiteren Spielern mehr. Dann hier, Badu ist auch ein ganz gutes Talent, dann sind wir wieder durch. So, gehen wir mal hier aufs nächste. Dann gucken wir mal in die zweite Mannschaft. Ich habe hier einiges ausgedünnt. Trainingsziele, Trainingsplan haben wir alles eingestellt. Die ehemaligen Mitarbeiter, die hier waren, habe ich gekündigt. Da werden jetzt dann demnächst neue kommen. So, also hier erste Amtshandlung, die ich ja gerade eben gesagt habe. Skuffert wird hochgezogen. Und dafür wird dann Agassi runterkommen. Es gibt ja hier eine Reserveliga. Und genau deshalb würde er dann unten spielen. Karanesis wäre theoretisch der nächste, der runter müsste. Dmitrijewski, da haben wir wirklich einiges. Muss ich halt noch gucken, wie wir da verfahren, wen wir abgeben werden. Es gibt einige interessante Leute, die ablösefrei wären. Aber das gucken wir alles noch. Wie es aussieht bezüglich Jugendspieler, da müsst ihr mir dann in die Kommentare reinschreiben, ob ich euren Jugendspieler von Glasgow Rangers holen sollte oder ob die dort bleiben sollen oder ob ihr neue wollt. Wie auch immer, da würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lassen würdet, damit ich dann sehen kann, wie wir da verfahren können. Dann haben wir hier auch einige noch vielversprechende dabei. Auch einige, wo der Zug schon abgelaufen ist, wie jetzt bei Toye zum Beispiel, der eigentlich als rumänisches Supertalent gehandelt wurde. Und dann ist er irgendwann mal untergegangen. Also so sieht's aus, also es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte werden. Jugendmannschaft habe ich auch ausgedünnt, habe ich glaube ich aber auch schon angesprochen, weshalb. Habe ich jetzt nur die Besten dagelassen, also 3 Sterne bzw. 3,5, damit wir da gute reinbekommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich rein. Haben wir die Mannschaft vorgestellt und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal erstmal in den Kalender, wie es aussieht. Weil wir auch gucken müssen, wie es da aussieht bezüglich Länderspiele etc. Weil das sind einige.
Also hier auf jeden Fall machen wir mal die Saisoneröffnung. Dann hier ein Tag der Jugend. Ein Sponsorentag. Ein Fanclub-Treffen. Eine Autogrammstunde. Und was hier dann folgt, ist die Charity-Gala. So, dann gucken wir mal. Zwei Trainingslager müssten eigentlich theoretisch drin sein, denke ich mir mal. So, machen jetzt erstmal am Anfang zur Begrüßung eine Spielerfeier. Und dann gehen wir hier am 3. ins erste Trainingslager. Und das machen wir der Tradition wegen in Deutschland. Da habe ich ja meine beiden Orte mit Sylt und Donaueschingen. So, dann kommen wir jetzt erstmal an, machen hier den Laktattest. Dann hier an dem Samstag machen wir dann auch schon den Probetrainingstag. Und hier an dem Dings gehen wir dann, machen nochmal eine Spielerfeier und dann geht's ins nächste Trainingslager. Auch 14 Tage. Und dann geht's nach Donaueschingen. So, dann haben wir das soweit. Jetzt muss ich halt noch überlegen, wie viele Testspiele wir machen. So, hier am 5. werden wir dann testen gegen den Drittliga-Aufsteiger Aachen oder was wird uns als stark angezeigt? Bayern oder Gladbach? Also jetzt am Anfang noch nicht. Aachen wäre da gar nicht mal so schlecht jetzt als erster Gegner. Drittliga-Aufsteiger. Dann machen wir hier am Mittwoch das nächste Spiel. Gegen den MSV Duisburg. Dann am Sonntag die nächste Partie. Gegen Darmstadt 98. Die wir als zweite Mannschaft in der Abstimmung hatten mit 21 Stimmen. Hat es wirklich nochmal eng gemacht. So, Dortmund. Nee. Bleiben wir unserem Schema treu, nehmen wir in FSV Frankfurt. So, dann haben wir hier ein bisschen Ruhe, so eine Woche, dann geht's in Donaueschingen ins erste Spiel. Gegner dort, SV Sandhausen. Dann am Sonntag nochmal ein Spiel. Gegen den, gegen Stuttgarter Kickers. Die ich ja eigentlich wollte, aber die haben leider den Drittliga-Aufstieg nicht geschafft. Regionalliga wollte ich nicht. So, dann hier die ehemalige Mannschaft von Barney, nämlich der SC Preußen Münster, ist ja mittlerweile bei Fortuna Köln. So, und das letzte Spielchen dann am Abreisetag am Sonntag. Dort können wir dann gegen einen stärkeren Gegner spielen. Ich würde mal sagen Fortuna Düsseldorf. Mach mal Eintracht Frankfurt. So, dann haben wir das doch soweit schon mal eingestellt. Denke ich mal, wird soweit in Ordnung sein. Erster Spieltag geht gleich rein gegen Florenz. Im Artemio Franchi in Florenz. Dann FC Parma. Dann Inter Mailand Auswärtsspiel im San Siro. Könnte so ein Favorit sein fürs erste 3D-Spiel. Weil wir haben ja nur die Liga im Pokalzimmer gar nicht erst dabei. So, Trainingslager, das müssen wir dann auch noch sehen, aber ich kann es, glaube ich, hier schon vorplanen. Da würde es sich ja empfehlen, glaube ich, nach Finnland oder irgendwo hinzugehen. Oder nach Schweden. Machen wir jetzt schon mal 14 Tage. Wenn es denn reinpasst, ja, das passt rein. Hier am Sonntag gleich ein Trainingsspiel. Gegen Djurgården. So, dann, wann haben wir jetzt das Spiel? Am Freitag. Sonntag. Dann machen wir hier am Mittwoch eins.
Schurgarden Hammer, dann nehmen wir hier Göteborg. Oh man, das ist alles noch Zukunftsmusik, bis wir die Spiele haben. Samstag hier das nächste, Göteborg und Schurgarden Hammer. Dann AEK Stock, Malmö. Und dann hier am Dienstag noch eins. Gegen Elfsborg. Dann haben wir soweit alles eingestellt. Den Saisonabschluss habe ich auch soweit schon eingestellt hier. Damit wir das nicht vergessen. Und dann haben wir doch alles soweit hier schon mal gemacht. Und jetzt gucken wir noch zwecks der Transfers. Da habe ich mich, wie gesagt, schon umgeguckt. Den hier Maurizio Isla zum Beispiel, ablösefrei. 10 Millionen Marktwert, ist einer unserer Eckspieler. Weil ich habe hier auch etliche reingenommen, die früher bei uns unter Vertrag standen. Wie jetzt Gökhan Inler, der relativ preiswert zu haben scheint hier. 3,7 Millionen oder was das war. Verein will ihn halten. Da stand vorher noch was völlig anderes. Sowas wäre es auch, so ein bisschen Erfahrung reinholen. Damit dann Gleichgewicht herrscht. Hier zum Beispiel Kevin Constant, dessen Vertrag ausgelaufen ist bei Trabzon. Also wir gucken, wie gesagt, was uns da am besten passt. Wo haben wir denn die ganzen Ablösefreien? Hier oben, Pasquato, Victor Ibabo weist unsere Anfrage zurück. Hätten wir erstmal keine Chance. Dann Erich Peters, 26 Jahre alt, für die linke Seite, könnte auch unter Umständen rechts spielen. Hat einen Marktwert von 14 Millionen. Den für 0 zu holen für Lau, das wäre natürlich ein wirkliches Geschenk. Dann haben wir David Pizarro, Maicon, kennt man ja, bekannt für seine gefährlichen Freistöße unter anderem. Also ich möchte ja Peters holen bzw. Isla. Die beiden würden wirklich so Bombe passen. Machen wir erstmal schon eine Transfervorbereitung. Interessiert unter Vertrag zu nehmen. So, mindestens 3 Jahre. 3,4 Millionen möchte er. So, wir haben 38 Spiele hier in der Serie A. Dann würde er nochmal 100.000 Ligaspielbonus erhalten. Nicht Abstiegsprämie, machen wir mal 30.000. Denkt mal nicht, dass wir diese Saison absteigen werden. Das wäre nämlich dann lustig, wenn ich komme und sie gleich zum Abstieg führe. Weil wir sind ja eigentlich erfolgsverwöhnt mittlerweile. Deswegen musste auch unbedingt eine Luftveränderung her. Auslandsangebot 100% kann er gerne haben. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, wie weit wir hier runterkommen. 3 Millionen, das geht. So einen besseren Spieler machen. Kriegt er nochmal ein bisschen Handgeld. 250. So, dann gucken wir mal, ob das klappt. Bisher scheint alles möglich. So, der nächste Kandidat war Maurizio Isla. ...3,4, da ist es ähnlich mit der Forderung. So, auch hier das gleiche Schema. Ligaspielbonus, er kennt die Liga eigentlich. Aber kriegt auch nach 38 Spielen. Auch eine 5%ige Gehaltserhöhung. Hier die Optionen. Auslandsangebot 100%. Stammplatzgarantie, besserer Spieler. 2,9 Millionen. Machen wir auch hier ein bisschen Handgeld. So, ein bisschen italienische Klänge jetzt hier. Ah, wer das Lied kennt, schreibt es in die Kommentare. Da, da, bam, ba, dam, bam, ba, da. So, dann haben wir hier jetzt schon mal zwei.
Tarek El Younoussi wäre auch noch so eine interessante Geschichte, der Ex-Hoffenheimer. Hätte eine 71 in der Stärke, ist 27. Chivok wäre ein erfahrener Mann, möchte aber nicht, weil er sich angeblich gegen unsere starke Konkurrenz nicht durchsetzen kann. Der war nämlich mal von 2007, also fast ein Jahr da. So, das wären dann die ersten. Alles weitere gucken wir dann. Hier ist nämlich zum Beispiel das Beispiel, wo ich genannt habe, mit Alexis Sanchez. Hat hier zum ersten Mal 2007 gespielt. Dann ging es dann wieder zurück in seine Heimat. Dann zu River Plate. Und dann von 2008 bis 2010 bei uns gewesen. 95 Spiele, 20 Tore. Dann ging es weiter zu zum FC Barcelona und von dort dann zum Arsenal London. Kwadwo Asamoah auch hier Station gemacht. Von 2007 bis 2011 da gewesen. Cuadrado von 2008 bis 2009. 20 Spiele gemacht, kein Tor. Handanovic war auch ebenfalls da gewesen. Von 2007 bis 2011 179 Spiele bestritten. Juan Jesus war ein Vorschlag eines Abonnenten von mir. Mehdi Benatia 2008 bis 2011 bei uns gewesen. 79 Spiele gemacht, 6 Tore. Ziel wäre natürlich wieder, die Spieler irgendwie herzuholen. Aber ob das klappt vom finanziellen her, das muss man schauen. Also wie ihr jetzt sehen könnt, Zapata 168 Spiele für uns gemacht. 5 Jahre gespielt bei uns. Wäre aktuell nicht möglich zu holen. Alan, 2 Jahre da gewesen, 71 Spiele gemacht. Wäre vom Gesamtpaket nicht möglich. Amero, der auch eine Zeit lang für uns gespielt hat. Dann gibt es natürlich ein paar, die ich auch gerne holen würde. So Nani zum Beispiel. Oder ein paar Argentinier. Die ich auch hier mit aufgeführt habe. Brahimi jetzt zum Beispiel, den würde ich mit Kusshand holen. Ist ein wirklich schöner Mann für die offensive Seite. Und das will ich jetzt auch versuchen. Will ihn sofort loswerden, sein Verein, und versucht man damit 2 Millionen hier. Wurde sofort akzeptiert, hätten wir wahrscheinlich auch runtergehen können. Da ich ja, wie ihr kennt, oft sehr schwer spiele, kann ich das nicht so wirklich einschätzen. Aber 2 Millionen ist auch nicht gerade viel Geld. So, gucken wir nochmal, wie wir das dann machen, wen wir abgeben wollen, wen wir verleihen wollen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter. Sehen wir hier die Verhandlungen mit Brahimi. Oberpeinlich. Puh. Kann mir jemand verraten, warum ich hier diese Anzeige sehe? Wahrscheinlich, weil er hier unter 70 ist, oder? Dü. So, 100% hier bei Abstieg. Immer die mal raus. Option für 2 Jahre. Kriegt eine jährliche Gehaltserhöhung von, sagen wir mal, 10%. Auflauf kriegt er noch ein bisschen mehr. Nicht Abstiegsprämie. Eine Torprämie als Offensiver kriegt er auf jeden Fall auch noch mit. 1500. Ligaspielbonus ebenfalls bei 38 Spielen. Dü. So, mal gucken. Vielleicht gehen wir hier von der Rolle her ein bisschen hoch. Dann wären wir hier schon akzeptabel bei 2,8. Machen wir hier 2,6 Millionen. 3 Jahre ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, das kann man eigentlich so stehen lassen. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. So, das erste Training. Wir werden Meister, ja, ganz klar. Wir werden nicht absteigen, werden unser Saisonziel erreichen. Nächstes Jahr spielen wir international. Das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Scouting verbessern, Trainingsanlagen verbessern, Reserve, wir werden nicht absteigen. Es gibt keine zu alten Spiele, nur gute und schlechte. Nee, wir werden gute Stimmung haben. Und es passt eigentlich. Verstärkt auf die Jugend zu setzen. Wir haben ja recht ordentliche Jugendleute ja da. Ich lasse es mal offen. Ah, Riera kommt zu spät und da sind die neuen Mitarbeiter schon da. Sind natürlich auch sehr viele bekannte Leute. So. Pressesprecher, Psychologe, Scout, Scout, Scout. Kravi jetzt als Co-Trainer, Horst Steffen, Botava, Oliver Kahn als Torwarttrainer, Thomas Schneider als Amateurtrainer und so weiter und so fort. Das habe ich alles offline eingestellt. Und dann gucken wir gleich mal. Ein Spieler, der auf rechts außen ist, relativ alt zwar, aber immer noch gut. Wäre ein absolutes Wunschding hier. Ricardo Quaresma, er kennt ja die Liga. Ist ja damals seinem Kumpel Mourinho gefolgt. Verein will einen Spieler abgeben. Sagen wir mal 300.000. Wurde sofort akzeptiert, okay. Dann gucken wir da gleich mal. So, den Scout geben wir doch gleich mal Aufgaben. Zwei kümmern sich um die Jugend. Einen schicken wir zu unserer Ex-Mannschaft. Zu den Glasgow Rangers, damit er die mal ausguckt. Wegen unseren ehemaligen Jugendspielern, dass wir da den einen oder anderen holen können. So, das soll er dann erstmal permanent machen. So, einer soll die Liga mal scouten. Damit wir da auf jeden Fall auch informiert sind über alle Mannschaften. Sodale. Und dann schicken wir noch einen zu verschiedenen Jugendmannschaften weltweit. Damit wir da einfach auch gut unterwegs sind. So, beispielsweise nach Belgien zu Anderlecht in die A- und B-Jugend. Dann nach Brasilien zu Santos. Die stellen ja in der Regel immer gute zur Verfügung. Sao Paulo ist ja auch in der Regel immer gut dabei. Dann in Deutschland, da kennt man ja die üblen Verdächtigen im Jugendbereich. Bayern ist da eigentlich immer gut zu nennen, Leverkusen, Dortmund, VfB Stuttgart auf jeden Fall. So, dann haben wir das soweit. England müssen wir dann zu Arsenal, weil die stellen in der Regel immer gute Jugendspieler zur Verfügung. Die Reds natürlich auch. Chelsea, Manchester United. Tottenham ist eigentlich auch immer relativ gut unterwegs. So, Frankreich, Lyon und Marseille. Lyon, Marseille und Lille. So. Dann haben wir das. So, hat er was zu tun? Dann müssen wir sowieso hier jetzt noch die Mitarbeiteraufgaben anpassen. Dass wir da nicht alles machen. Verpflichtet Jugendspieler, stellt Jugendmannschaften auf. Das wird der Votava machen bei der Reserve Thomas Schneider. Der jetzige Co-Trainer von Joachim Löw in der Nationalmannschaft. So, das darf der Flügler machen. Martin Schumacher kümmert sich um die Fans. So, stellt automatisch auf. Das machen wir alles. Erstellt Trainingsplan. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Trainingsziele habe ich ja schon alles eingestellt. Trainingsgruppen festlegen.
Ändert Einsatz und Taktik, das mache ich ebenfalls. Und dann haben wir das doch. So, weiter geht's. So, mit Quaresma können wir dann verhandeln. Könnte sich ein Wechsel zu Ihnen durchaus vorstellen. Und er will auch nicht so viel Geld haben. Das ist zumindest gut. So einen besseren Spieler machen. Das dem zu sagen, ist eigentlich fast schon eine Beleidigung. Weil Quaresma ist ja ein guter Spieler. Stellst du den irgendwo hin, dass er Freistöße macht? Der macht sie dir rein. Nicht Abstiegsprämie. Nee, kriegt er nicht. Aber dafür eine Torprämie. So, Ligaspielbonus. 50.000 für 38 Spiele. Er kennt zwar die Liga schon durch seine Einsätze bei Inter Mailand. So, ein Posten am Karriereende. Eine Option kriegt er. Und dann passt es. 800 Euro Handgeld. Geht noch ein bisschen weniger. Geben wir dir einen Zehner vielleicht. Spielt sicher auch mal. Du bist ein Ergänzungsspieler. 2 Jahre Vertrag. Dann kriegt er, würde ich mal sagen, 650.000. So, und jetzt können wir schon das Trainingslager hier einstellen. Gucken wir mal, dass wir hier etliches auf die Taktik hinkriegen. So, das passt. So, die Fitness. So, das passt. So, dann arbeiten wir uns vor hier noch zum Spiel gegen Alemannia Aachen und dann war's das hier im ersten Part, beziehungsweise im 201. Angebote hier für Birkic, für Aguirre und Damião aus Brasilien zurück. 10 Millionen hier für Birkic, er ist 7,5 wert. Sollen wir ihn gehen lassen und dann Skuffert fördern? Das wäre eigentlich die Option, aber wir müssen hier sowieso mal die Marktwerte anpassen. Ach doch nicht, es war zu weit. Hat er eine Ausstiegsklausel für 49,5 Millionen? Wo kann ich denn das sehen hier? Weil hier gehen wir dann bis auf Maximum. So, da müssen wir es anpassen, weil 50 Millionen ist so ein bisschen. 65 Millionen für Paredes. Also ich habe das Gefühl, das sind irgendwelche Klauseln noch. Weil so viel kann der Junge nicht wert sein. Aber sonst denke ich mal, passt es. Also verhandeln müssen wir auf jeden Fall als kleiner Verein. So, Florenz hat sich wegen dem Kauf von Aguirre gemeldet. 2,3 Millionen, 2,1 ist er wert. Eigentlich möchte ich ihn selbst fördern. Aber verhandeln da mal. UCLA wurde uns angeboten von Machatschkala. Ich weiß nicht, ob er das lohnt überhaupt. Hat deutlich an Marktwert verloren. 71 Grundstärke. Hat eine gute Konstanz, guten Antritt und eine gute Ausdauer. Ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Aber ich denke mal nicht. Und Damião, da gucken wir jetzt auf jeden Fall, dass wir da eine Strafe auswählen. Ablöse wurde akzeptiert für Quaresma. Trainingslager beginnt und dann gucken wir mal, aber 10 Millionen Euro für Birkic ist schon eine Menge. Ich muss sowieso mal kurz reingucken, was es da dann für Alternativen gibt. Ähnliche Spieler suchen. Puh, da sieht es nicht gerade gut aus. Uikani von Palermo. Dann haben wir Kifrak. Esteban. Poplar, der ehemalige Freiburger, Radecki von Siena,
Pat, Casio, Silvio Jung Junior und dann hört es dann irgendwann mal auf. Ospina. Vielleicht so als Backup dann. Ich könnte mir ihn eigentlich ganz gut vorstellen, Ospina. Kommt wohl bei den Gunners nicht so oft zum Zug, wie es aussieht. Nur ein einziges Spiel gemacht, ist natürlich auch eine... nicht so gut, nicht so gut. So, und gehen wir mal weiter. La Gazzetta dello Sport. Tutto il rosa della vita. Juventus Turin 4 Millionen Transfer. Birkic soll kommen. Also, wir werden das dann relativ kurzfristig entscheiden. Ob und wie sich das lohnen wird. Aber ich denke mal, dass es sich durchweg lohnen kann. So, und hier für Aguirre 2,3 Millionen. Damiao 14.000 Geldstrafe. Na, dann machen wir ruhig ein bisschen mehr. 20.000. So, Gus Hiddink ist der Trainer von Juventus Turin. Also ich weiß ja nicht, ob es irgendwie schaden kann, wenn wir jetzt hier ein bisschen hochgehen von der Ablöse. Also wir sagen, wir wollen 12 Millionen. Vorteile ihres Vereins, hohe Identifikation mit dem Verein, schönes Stadion, guter Manager, kein Streit in der Mannschaft. Also ich will es versuchen. Ob das klappt. Hier, die Bewertung ist noch relativ hoch. Könnte natürlich auch gleich dran stehen, ist gescheitert. Dann war es ein netter Versuch von mir. Oder es steht soweit, dass es klappt. Wir sehen hier, wir sind in der vierten Runde dabei, im Pokal gegen Genua. Ablöseverhandlung ist gescheitert. Okay, da habe ich jetzt zu hoch gepokert. So, neue Idee für Fanartikel. Catania hat Interesse an mir, Bologna und Siena. Also die abgestiegenen Mannschaften. Aber ich bleib bei Udinese. Oh, das muss ich hier rausnehmen. Kovacic zum Spieler des Monats gewählt. Und dann haben wir es gleich geschafft zu unserem ersten Testspielgegner, nämlich... zu Alemannia Aachen. Nämlich genau jetzt. So, und ich denke mal, der erste Neuzugang müsste da sein. Mohammadi verletzt. Och, gibt's doch nicht. Nackenzerrung, es geht ja noch. So, nee, das machen wir selber. Gökhan Inlauf-Transferliste gesetzt. Puskas auf Transferliste. Quagliarella auf Transferliste. Maiko Suell ist drauf und Williams. Mitgliedsbeiträge bekommen wir 234.000 und Dynamo Kiew ist am Maikon interessiert. So, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für die erste Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann rein ins erste Testspiel. Müssen jetzt hier auf jeden Fall schon mal reagieren. So, Lopez soll da mit. Ne, Alexis Zapata kommt da mit. Badu kommt auf jeden Fall mit. Sollten wir auf jeden Fall fördern. So, dann Hammers. Wir werden hier in unserer Raute-Taktik spielen, die wir ja schon kennen. 75% Einsatz. Merkel, Spielmacher, Sturm, Tank, die Baller. Vergleich gucken wir mal drauf, aber... da müssen wir eigentlich keine Angst haben. Julian Rybacki kennen wir noch ganz gut. Von Hertha BSC im FM14. Und dann haben wir es doch geschafft. Kann mich herzlich bei euch bedanken für die Teilnahme hier an der ersten Folge.
Und dann hören wir uns am morgigen Donnerstag wieder am Christi Himmelfahrt, wenn es dann hier weitergeht. In der Vorbereitung mit Udinese Calcio.